Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Finanzielle Freiheit dank Kryptowährung mit eurem Alex. Ja, meine Lieben, diese Woche war relativ ruhig. Dementsprechend wird das Video heute auch relativ kurz. Aber es steht ein Wochenreport vor der Tür. Und zwar geht es heute einmal um das Thema, ja, unsere Top 5, kurz und knapp. Unsere Top-Lieblingscoins. Dann das Thema Stratis. Ich wollte ganz gerne mal meinen persönlichen Geheimtipp präsentieren. Und vielleicht ein, zwei oder drei Eckdaten zum Thema Stratis aber preisgeben. Ansonsten geht es heute nur noch mal um die Frage, wie bereitet ihr euch eigentlich richtig auf den 1. August vor, wenn es um das Thema Bitcoin und eventueller Bitcoin-Fork geht, ja? Okay, angefangen einfach mal mit coinmarketcap.com. Wir aktualisieren die Seite einfach mal. So, halten es wie gesagt kurz. Im Prinzip ist nicht viel passiert. Bei Ethereum, Ripple und Litecoin sehen wir, dass wir uns eigentlich seitwärts bewegen. Wir haben zwar hin und wieder die Höhen und Tiefen, im Endeffekt haben wir aber eine Seitwärtsbewegung. Das heißt, Anleger merken, irgendwie wird da aktuell nicht mehr draus und die Profite oder die Gewinne halten sich sehr, sehr klein. Das bedeutet für uns natürlich, geduldig zu sein. Wir wissen ja, wir sind, oder zumindest sollten die meisten, die diesen Kanal abonnieren, langen Anleger sein. Also wir sind hier wirklich in einem Kanal, wo es mir darum geht, dass ihr möglichst das ganze System versteht, dass ihr einige technische Details versteht, aber vor allem auch das Weite seht, ja, und nicht daran denkt, dass ihr hier mit irgendwelchen Tipps und Tricks kurz mal reich werdet, sondern es geht dabei darum, dass man finanzielle Freiheit erlangt durch Kryptowährung oder dank Kryptowährung, aber eben auf lange Sicht. Und genau das ist die Botschaft in diesem Kanal. Ja, wir gucken es uns einfach mal an beim Ethereum-Chart und sehen einfach mal hier, dass es eine typische Ethereum-Woche war. Wir haben eine Seitwärtsbewegung die ganze Woche und sehen dann zum Ende der Woche hin, immer am Freitag, ja, da sind wir hier den Freaky Friday, wenn man so will, eben sehen wir, bam, eingebrochen. Ja, und das zieht sich dann wieder so durchs Wochenende und schlendert dann langsam am Sonntag so wieder Richtung Normalität, sodass wir Montag ganz smooth in die Woche starten. Und so ist es momentan bei allen Kryptos. Ja, wir können uns nochmal vielleicht in den Top 5 mal Litecoin angucken. Bei Litecoin sieht es ähnlich aus. Ja. Das heißt, wir haben auch hier wieder den Freitag, wo dann wieder alles eingebrochen ist. Es hält sich noch in Grenzen, ja, aber trotzdem ist es sehr, sehr auffällig, dass wir immer am Freitag einen Kurseinbruch haben. Mittlerweile sind wir ja schon daran gewöhnt, von daher erholt sich das Ganze auch schnell wieder. Und auch hier wieder eine ganze Seitwärtsbewegung. Wir sehen also, irgendwie kommt dann nicht mehr als 34 Euro bei raus. 34,62. Das war in der letzten Woche nicht anders. Wir haben hier so Differenzen zwischen 1 bis 1,50 Euro über eine ganze Woche. Das ist natürlich sehr wenig. Auf der anderen Seite ist es aber auch beruhigend zu sehen, dass wir eine Supportlinie haben, also dass es nicht mehr ganz so stark schwankt bei Litecoin, wie es noch Anfang letzten Jahres war, wo der Litecoin eigentlich tagtäglich gemacht hat, was er will. Und mittlerweile haben wir doch eine etwas kleinere Volatilität. Ja, das vielleicht dazu. Okay. Wie gesagt, ich will es kurz halten heute, deshalb gehen wir gleich mal zum zweiten Punkt und zwar zum Thema Stratis. Wer Stratis noch nicht kennt, ja, da werde ich nochmal ein separates Video zu präsentieren, wo ich nochmal ganz genau auf Details eingehe. Heute mal kurz und knapp. Stratis ist im Prinzip eine Plattform, ähnlich wie Ethereum. In dieser Plattform ist es möglich, Smart Contracts zu schließen. Das Besondere hierbei ist allerdings, dass Stratis ja eigentlich eine sehr, sehr viel einfachere Programmiersprache zugrunde liegt. Und das hat natürlich zur Folge, dass deutlich mehr Menschen mit dieser Programmiersprache etwas anfangen können und dass Stratis sich sehr, sehr schnell entwickelt. Das ist zum Beispiel einer meiner wichtigsten Faktoren, wenn ich so in die Zukunft denke, bei der Auswahl von Crypto-Coins oder Altcoins. Ich überlege, dieses Modell dahinter, dieses System dahinter, macht es Sinn und ist es massentauglich? Kann ich mir vorstellen, dass es in den nächsten Jahren viel genutzt wird? Und das kann ich bei Stratis bejahen, zumindest aus meiner Sicht. Ihr solltet natürlich immer selber wissen, wo ihr Geld anlegt oder wie ihr es anlegt und in was ihr investiert. Aber ich persönlich finde darüber hinaus sehr bemerkenswert, dass bei Stratis auch Sidechains möglich sind und dass Stratis schon vorausschauend Segwit-ready ist. Das heißt, wir brauchen uns keine Sorge machen, wenn Segwit aktiviert wird oder umgesetzt wird. Dann können wir auch ganz stark davon ausgehen, dass es keinerlei Auswirkungen hat auf Stratis, zumindest keinerlei negative Auswirkungen. Und somit haben die klugen Köpfe hinter Stratis eben mitgedacht und eben ein Produkt geschaffen, das sehr anpassungsfähig ist und sehr viel genutzt werden kann. Das führt zu meiner Schlussfolgerung, dass meiner Meinung nach Stratis aktuell viel zu unterbewertet ist. Mit 7 Dollar oder was haben wir hier aktuell als Höchstwert in den letzten Tagen gehabt? 6 Dollar irgendwas. Also wir hatten irgendwann mal, ich glaube im All-Time-High hatten wir auch mal 10 Dollar.
Ja, genau, wir hatten hier schon mal $10,69, aber unterm Strich ganz klar unterbewertet. Gut, man muss dazu sagen, Stratos ist im Vergleich zu Ethereum nicht minbar. Das heißt, wir haben hier also eine Währung, die festgeschrieben wurde und eigentlich nicht gemeint werden kann. Ja? Das hat natürlich zur Folge, dass theoretisch nachproduziert werden könnte. Ist für viele Anleger ein No-Go, ähnlich wie bei Ripple. Ja? Also von daher muss jeder selbst entscheiden, was man davon hält. Ich persönlich bin großer Sympathisant von Stratis, glaube an eine Unterbewertung aktuell, glaube daran, dass wir schnell auf dem zweistelligen Bereich oder Euro-Bereich sein werden. Wenn ihr anderer Meinung seid, schreibt es mir sehr, sehr gerne in die Kommentare. Oder wenn ich irgendwas falsch gesagt habe oder wenn ich irgendwas vergessen habe, was eigentlich noch sehr wichtig ist, schreibt es auch sehr gerne in die Kommentare. Dann lerne ich von euch. Ja, das Letzte, was ihr heute noch von mir lernen könnt oder was wir gemeinsam lernen können, ist das Thema Bitcoin. 1.8. steht vor der Tür. Wie verhaltet ihr euch richtig? Als allererstes Ruhe bewahren. Ja, es geht hier dabei darum, dass Segwit jetzt aktiviert wird und ja, die allergrößten Anteile der Miner sich be oder sie bereits signalisiert haben, Segwit zu akzeptieren. Das heißt, wir haben eine sehr, sehr große Mehrheit, die dafür ist und die auch schon bereit ist, das System umzustellen. Auf der anderen Seite gibt es aber auch die Befürchtung, dass es ein Produkt namens Bitcoin Cash gibt. Und Bitcoin Cash dann eine Art Fork wird, also eine Gabelung und eine zweite Währung, und dass im schlimmsten Fall die beiden auch noch anfangen, sich zu bekriegen. All das sind nur Szenarien, die passieren könnten. Für euch wichtig, erst einmal Ruhe zu bewahren. Ich würde jetzt aktuell nicht empfehlen, Bitcoins zu kaufen, sondern jetzt erst einmal die, die ihr habt, zu halten oder eben mit dem Bitcoin-Kauf zu warten, bis das Ganze sich so ein bisschen etabliert hat in den nächsten Wochen. Wenn ihr Bitcoins habt, ist das Wichtigste, dass sie dort lagern, wo ihr den Private Key zu besitzt. Das heißt, bitte habt eure Bitcoins jetzt in der Umstellungszeit nicht auf Kraken, auf Bittrex, auf ja, Poloniex oder sonstigen Börsen. Wenn ihr sie auf den Börsen geparkt habt, kann es natürlich passieren, dass die Börsen über euren Kopf hinweg entscheiden, was mit euren Coins passiert. Damit das nicht passiert, seid einfach klug, zieht euch die Bitcoins schnell und einfach auf eure Wallet, wo ihr die Private Key zu habt, dann seid ihr auf Nummer sicher, dass ihr entscheidet, was mit euren Bitcoins passiert. Ja, ich glaube, das war es an dieser Stelle schon. Wie gesagt, diese Woche war nicht allzu viel zu berichten. Wenn euch noch was einfällt, schreibt es in die Kommentare. Ansonsten würde ich mich freuen, wenn ihr mir einen Daumen nach oben gebt für dieses Video. Abonniert den Kanal und ansonsten macht euch einen richtig, richtig geilen Abend. Bis bald. Ciao.